Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Es ist bereits Nacht, noch ein Wintertag haben wir. Und das ist auch der Grund, wieso ich gerne den Plan nochmal über den Haufen schmeißen möchte, die Jägerhütte zu bauen. Lasst uns den letzten Wintertag genießen. Ich bin so fanatt in die Winterlandschaft und einen Ausflug machen. Wir können ja unterwegs die Augen aufhalten, ob wir nochmal irgendwo einen Fuchs finden oder ein Schwein für die Quest. Ansonsten würde ich gerne Baranica oder Branica besuchen. Ihr habt mir geschrieben, dass ich hier meine Flachsamen bekomme und ich möchte im Frühling unbedingt Flachs anbringen. Und ich habe mir überlegt, lasst uns noch, bevor wir schlafen gehen, ein bisschen arbeiten. Vielleicht essen wir mal ein Brötchen oder irgendwas, hier ein Fladenbrot. Übrigens habe ich das Gefühl, dass ein Teil meiner Sachen weg sind, nachdem jetzt wieder ein Patch kam. Es kann aber auch sein, dass ein Teil meiner Sachen kaputt gegangen sind. Der Trinkschlauch unter anderem ist nicht mehr hier auffindbar. Es sei denn, ne, den sehe ich nirgends mehr, ne? Der ist auch nicht hier angelegt, neuerweise oder neuerdings. Ich gucke gleich die Kisten aber nochmal durch. So, pass auf. Damit wir hier symmetrisch kommen, und es ist mir wichtig, dass die Felder später in einer gewissen Symmetrie angelegt sind, möchte ich hier nochmal die Karottenfeldgröße anbauen. Wir können ja dann später überlegen, ob wir dann hier fünfmal Karotten oder viermal Karotten machen oder Zwiebeln und Karotten, diese kleinen Beete. So, und jetzt gehen wir praktisch hierher. Jetzt kommt das Flachsfeld. Da habe ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, dass ich das hier hinhaben möchte. Und das soll von mir aus ziemlich groß werden. Es wird wahrscheinlich das einzige Flachsfeld sein, das wir haben. Jetzt muss ich kurz gucken. Gehe ich hier rüber und dann ziehe ich das erstmal vielleicht bis hierher. So, das ist das größte Feld. Wir müssen ja nicht zwingend nur Flachs reinhauen, aber ich möchte auf jeden Fall ein großes Feld haben, das ich nächstes Jahr im Frühjahr, also übermorgen wahrscheinlich, dann bestellen kann. So, jetzt pass auf. Dann haben auch mir ganz viele geschrieben, dass ich ja meistens so ein bisschen hier in der Gegend rumlaufe. Ich glaube, wir haben dieses Jahr noch nicht einmal offiziell gebadet. Deswegen baue ich uns jetzt gleich diesen Waschzuber. Ist aber nicht so, dass er nicht auch im Fluss oder durch Regen sauber geworden wäre, ne? Trotz allem können wir uns den ja trotzdem aufbauen. Der gehört ja auch zum Spiel dazu. So, eine neue Hasenfalle hin. Dann möchte ich ganz kurz mir da vorne einmal Rundhölzer holen. Und dann bauen wir uns den Waschzuber noch auf und dann schlafen wir, ne? So, das ist der Hammer, das ist die Axt. Und ich glaube, wir konnten auch schon einen Trinkschlauch herstellen. Ich weiß aber nicht, ob wir die Mats dafür haben. Das gucken wir uns auch noch an. Und dann pennen wir und dann gehen wir los. So, stopp. Sammel die gut ein, ja. Wie viel hast du jetzt eingesammelt? Da liegen noch zwei. Nehmen wir mit, sind wir wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen überladen, aber das kennt man ja. Ich mag das, wenn ich davor gucke in mein Dörfle. Naja, Dörfchen, Anwesen, unsere Heimat halt. Wir werden auf jeden Fall schauen. Im Jahr 2 möchte ich mal auf jeden Fall einen Arbeiter zu uns holen oder zwei. Das heißt, wir werden noch eine zweite Hütte bauen, wo die dann wohnen können. Die Jägerhütte werden wir machen, das Ressourcenlager für Holz und so, kommt alles mit der Zeit jetzt. Genau. Und wir werden einfach nochmal ein paar von denen anflirten, die wir noch nicht angeflirtet haben, dass die Chance auf eine Frau, da gibt es ja auch noch ein paar Bugs, habe ich jetzt von euch gelesen und so, dass wir da eine gute Chance haben. Den Zuber habe ich gesagt, gell? Endlich wascht er sich mal. Hier. Den kann ich ja hoffentlich da innen drin reinbauen. Aber ich meine eher, der gehört raus, gell? Der gehört raus, war mir klar. Ah ja, ich sehe es schon, hier wird es grün. Da hätte ich ja gerne Freiglas. Ja, lass uns den doch hier hinsetzen. Abgeschlossen. Nimm ein Bad. Ist bestimmt super angenehm gerade. Okay, er wäscht sich mit der Fackel in der Hand, so hätte ich es jetzt auch gemacht. Lass mal einmal durchwaschen, oder? So. Zeig mal. Null. Jetzt ist er sauber. Jetzt könnte es zu Inga. Na, also ihr seht ja hier, ich sehe den Trinkschlauch nicht mehr, Leute. Jetzt können wir noch ganz kurz unser Fleisch durchbrutzeln und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. So, Lagerfeuer entzünden. Steinlagerfeuer. Und REF. Die Skillpunkte sind wichtig. Dann räumen wir gleich, aber jetzt machen wir es uns hell, dass wir den Winter noch ein bisschen genießen der Folge. Wenn wir gekocht haben, schlafen wir, dann stärken wir uns. Dann schaue ich nochmal, ob ich einen Trinkschlauch bauen kann. Ich nehme an, in der Näherei unten. Und dann gehen wir los. Wie gesagt, ich werde jetzt in Zukunft auch wahrscheinlich so, wie ihr das macht, wenn die Zeit ist für Bärchen und dann sammle ich Bärchen oder Wegerich und dann verkaufen wir das, weil das Ganze wirklich in rauen Mengen farmen, ne? Sticks sind schön eingesammelt, wobei Wegerich ein Zeug ist, wiegt halt nicht so viel, ne? Da kriegt man mehr in die Tasche. So, und die Jagdhütte bauen wir im Frühling. Und dann haben wir bis dahin auch den Fuchs gejagt und den Bär. Den Boar. Das Schwein. Ein Bär haben wir ja jetzt noch keinen irgendwie, ne? Das kommt aber bestimmt auch noch.
So, meine Lieben, damit haben wir gekocht und ich glaube, hier war auch noch ganz viel Fleischzeugs drin. Das nehme ich jetzt alles einmal rüber, damit wir das gute Fleisch länger heben. Ich nehme Wegerich mit, wenn wir unterwegs sind. Die unreifen Beeren, die könnte ich mit ein bisschen Glück vielleicht verkaufen. Das ist nichts mehr wert hier. Und die unreifen Beeren habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob die einen Wert hatten. Ja, Preis 1. Also das kann wahrscheinlich zerstört werden hier. Karottensamen, Kohlsamen, alles klar. Jetzt pass auf, wir pennen mal, dass wir überhaupt mal hier ein bisschen was sehen wieder. Ah, wunderbar. Ich gehe kurz runter, ich muss das Leder ausräumen. Der letzte Wintertag. Wäre doch schade, wenn wir jetzt im Wald oben rumhocken würden, nur, oder? Die Gebäude sind auch so schön. So, pass mal auf. Ich öffne meine Truhe. Ich schmeiße jetzt hier mal rein unser gejagtes Leder. Pelz. Dann gehen wir rüber. Dann haue ich die Sticks hier drüben rein. Und was haben wir denn noch so? Ich könnte eigentlich mir auch mal angewöhnen, jetzt hier oben langsam durchschalten, ne? Hier. Geht schneller, ist besser geordnet. Geht viel besser, auf jeden Fall. So, jetzt lass mich mal ganz kurz in meine Näherei linsen. Wenn ich das bauen kann, dann ist es hier am Schneidertisch, ne? So. Schneiderei, das sieht, da ist sie. Vier Leder hätte ich, aber zwei Leinenfäden. Zwei Leinenfäden. Da bräuchte ich jetzt 20 Flachshalme. Leinengewebe. Warte mal, da waren sie doch. Flachshalme, ich habe nur 10. Ich habe nur 10, es sei denn, ich habe noch mal oben welche rumliegen. Das kann bei mir schon passieren. Wir gucken mal. Kohl, Kohl, Kohl. Nee. Also müssen wir ohne Trinkschlauch klarkommen. Aber halt, das schaffen wir schon. Wir laufen ja am Fluss entlang. Genau, dann hauen wir uns jetzt einmal noch. Zustand 20%. Dann gehen wir die jetzt so langsam, aber sicher durch. Alles klar, meine Lieben. Gehen wir los. Wir können ja mal unten kurz bei unserer Flirtmaschine vorbei. Dann würde ich sagen, dass wir unseren Ausflug hier starten. Treffen wir uns gleich drüben in Borova. Bis gleich. Natürlich bin ich nicht nur einfach rübergelaufen, ich habe Äste gesammelt unterwegs, ohne tausendmal anzuhalten. Die kommen jetzt gleich verchecken. Und da gab es einen neuen Skillpunkt für Überleben, da müssen wir gleich mal reingucken. Der ist gerade beim Aufsammeln frei geworden. Fähigkeiten, Überleben. Den haben wir schon. Lass mich mal gucken. Da hatten wir doch so einen Fertigkeitspunkt des Survival. Ne, das wollte man nicht. Unempfindlichkeit, 2 Grad bessere Temperaturtoleranz, 15% größerer Widerstand gegen Vergiftung. Wo waren denn wir dran hier, gell? 30% langsamerer Nahrungs- und Wasserverlust. Den haue ich mir nochmal rein. Das ist sehr gut. Dann haben wir da 30%. Das ist schon recht. So, einen wunderschönen guten Morgen nach Borova. Gehen wir erstmal runter zum Haus der Family. Die kann man angeblich anwerben, die so ein Zeichen haben, ne? Also ihn könnte ich zum Beispiel versuchen zu überzeugen, die oben auf dem Kompass angezeigt werden. So, und jetzt habe ich mal eine Frage an diejenigen, die schon so weit im Spiel sind, die geheiratet haben und so weiter. Ihr habt ja ganz oft geschrieben, Inga ist unter der Haube, weil sie eine Haube auf hat. Es war übrigens im Mittelalter so, Frauen, die vergeben waren, mussten eine Haube tragen. Aber ich glaube nicht, dass die Unvergebenen verboten, dass denen verboten war, eine Haube zu tragen. Bei Inga ist es ja so, ich möchte dir was sagen, schöne Frau, heirate mich 0%. Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich diese Werte auf einen gewissen Punkt bringen muss, dass die Chance hier irgendwann mal anfängt zu zählen. Es gibt aber auch welche, die sagen, Chance 0 heißt, du kannst die nicht heiraten, weil die aus dem Dorf ist. Hat jemand die jetzt schon mal wirklich geheiratet? Hat das geklappt? Das ist einfach mal die Frage. Ich flirte jetzt mit der trotzdem weiter, schon auch, weil es einen Bug gibt, ne? Du weißt, ich bin ziemlich stark. Das wirkt wie ein Zauber bei den Ladies. Wir sollten irgendwann mal zu Mittag. Das können wir ja mal machen hier. 10% Zustimmung. Jetzt sind wir bei 46. Ne, wenn das bei 0 ist, kann natürlich sein, dass die gar nicht verheiratet werden kann. Blumen. Siehst heute wunderschön aus. Ene mene miste. Ich nehme das hier. 5%. Jetzt sind wir bei 51. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass es steigt, aber es tut es nicht. Schöne Augen, meine Dame. Umhin deine Wohl. Wir probieren es mit den Augen noch. 5%, heute haben wir einen Lauf. Ich bleibe natürlich bei ihr dran, wenn es nur darum ist, dass ich den Wert hochboller. Immer noch 0%, also ich glaube, die kann man nicht heiraten. Das Kleid zu bewundern, naja, meine Dame, du scheinst sehr leid. So, komm, jetzt hauen wir uns das Wildschwein rein. Plus 2! Da ist es, was die Arbeit im Freien, was? Das ist es, was die Arbeit im Freien für dich bedeutet. Danke, glaube ich. Sie ist sich selber nicht sicher.
Okay, sie muss nachdenken, alles klar. Dann gehen wir mal bei ihrem Vater. Ich nehme an, der Faliboy ist ihren Vater. Da verkaufe ich mal ganz kurz die Sticks, die ich gesammelt habe. Dam, dam, dam. Ich dachte übrigens tatsächlich, dass die sauer wird, wenn man das mit dem Schwein macht, ne? So, den Stein, den nehme ich mit, den verkaufe ich dir auf keinen Fall. Und dann hatten wir die unreifen Beeren. Suppe behalte ich, meine Klamotten behalte ich. Den Hammer nehme ich auch wieder mit, Steinmesser sowieso. Den Speer könnte ich übrigens noch ganz kurz, lass mich mal raus aus dem Ding. Den Holzspeer mache ich mal auf die, der Satz von automatisch hier abgewählt wieder. Die Hacke, die könnte man auf die 4 machen. So. Okay, wie viel Geld habe ich jetzt? Immerhin schon mal 189. Dann beginnen wir jetzt unsere Reise. Weißt du, ich habe gedacht, das ist der Vater hier. Die Eierfrau wird die Mutter sein. Die sind auch vom Alter so. Und das hier sind zwei Schwestern. Milena, die ist, wie alt ist die? 15. Und eben unsere. Wobei ich bei ihr noch gar keine Zustimmung habe. Kürzlich, wenn der jagt, Tipps, gerade der Feldarbeit, harter Job. Nö. Wir kommen wieder, Inga. Ich gehe jetzt am Fluss noch einen Schluck trinken. Und hier sehe ich auch nur einen eingezeichnet. Ja, wenn nicht, müssen wir tatsächlich gucken, dass wir die auf der Durchreise nehmen. Herzlichen Dank übrigens an der Stelle für all eure Kommentare. Ihr wisst ja, ich produziere vor. Und da einher geht auch die Tatsache, dass ich auf die Spoiler halt und so nicht eingehe. Aber ich lese die Kommentare trotzdem. Bis auf die, die zum wirklich extrem spoilern, die sind rausgefiltert. Aber ich gehe da nicht so grob drauf ein, weil ich es ja hier entdecken will, weißt du? Aber ich lese das. Deswegen weiß ich auch jetzt, wo wir heute hingehen. So, meine Lieben, wollte mich einfach mal bedanken an der Stelle, dass ihr so dabei seid. Ne, wir müssen durchs Dorf nach oben, Richtung Norden, und dann gehen wir nordwestlich raus. Getrunken haben wir. Ich muss halt ein bisschen auf meine Werte achten, wenn der Schlauch weg ist. So. Und das Versprechen halte ich. Ich werde mir auf jeden Fall einen Hühnerstall bauen. Wenn der im Technologiebaum vielleicht sogar noch vor allem anderen käme. Ja, hehehe. Wo ist mein Biberle? Wo ist denn mein Biberle? Bald hole ich dich, Diggerle. Da gehe ich dann 500 Gold machen vorher. Schwör's. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier rein in das Schornl. Alwins Quest ist die einzige, die wir, glaube ich, noch offen haben. Nee. Unigos ist klar. Hier, das hier war das, was wir noch offen haben, ne? Dass ich weiß, was ich jagen muss. So, meine Lieben, wir sind unterwegs. Lass uns mal gucken, ob wir irgendwas auf der Map entdecken, wo wir vorbeischnitzeln wollen. Nö. Da-dam. Baranika und Branika. Komisch, dass sie so einen gleichen Namen haben. Na, vielleicht waren das ja zwei Geschwister, die da zwei verschiedene Städte gegründet haben. Komm, wir sammeln gleich wieder ein paar Sticks ein, wenn wir jetzt unterwegs sind. Können wir nachher direkt verkaufen, auch wenn es nur Gold bringt. So. Ich muss nur gucken, dass ich mich nicht überlade. Ist das schön? Das wäre doch jetzt schade gewesen, hätte ich jetzt irgendwo heute im Wald gestanden wäre bei dem schönen Wetter und eine Hütte gebaut. Das können wir morgen machen. Ich komme mir vor wie der Hans im Glück hier, wenn er so rumläuft, auf dem Weg, den Flachsamen zu finden, mit Leinsamen in den Frühling starten. Das ist unser großes Ziel. Nie zu wissen, wann der nächste Wolf hier ist, aber ich habe Wegerich einstecken. Wir werden also nicht gleich sterben. Ich genieße jetzt ganz kleines bisschen den Ausflug, weil morgen ist wieder Frühling, da ist wieder neblig. Branika, wie viel Gewicht kann ich noch aufladen? Hey, hier noch 10 Kilo Sticks, dann passt es. Können wir ja, stick me back, la 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 la, stick me back, la 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 la. Wobei es hört sich seltsam an. Da vorne kommt wieder ein Wegesschild. Normal sollte man die Map gar nicht aufmachen. Jetzt müsste noch ein neues, schönes, gemütliches Lied einklingen. Und ich habe schon gesagt, dass ich es lieb, dass die hier Birken haben. Birkenbäume, Winterlandschaft. Und schon bist du bei mir auf dem richtigen Weg mit deinem Spiel. So, Baranika und Branika, wir kommen dem Ort des Geschehens näher. Ich hoffe natürlich, Leinsamen. Ich weiß nicht, ob ich dafür Dünger nochmal brauche. Wir haben, glaube ich, nur noch drei Dünger zu Hause. Vorne ist es Dörfle, Leute. Die. Oh, was mir gerade einfällt. Lass uns mal eben. Genau so ein Lied habe ich mir gewünscht. Ich mache mal noch ein paar Speere für den Fall, dass ich jetzt wirklich irgendwie noch Viechle hier finde. Ne, geh ein bisschen zurück und Schawemmel und Schawemmel. So, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Wir sind jetzt unterwegs 3 Stunden, knapp 4, und haben schon 3% Schmutz an uns. So, komm her, ich mache mir ganz kurz. Wie viel machen wir denn?
Warte mal, geschwind. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht. Ah. Hat es das da gar nicht angezeigt heute? Egal. So, die lege ich mir auch gleich drauf. Holzspeer auf die 5. Holzspeer auf die 6. Und auf die 7 noch ein. So, meine Lieben. Also müssen wir uns vielleicht einen Eimer kaufen, weil ich habe gesehen... Achso, brauchen wir gar nicht. Die Überlegung war, deswegen kam ich gerade drauf, dass wir... Baranica? Warte mal, wo fangen wir denn jetzt gerade an? Die Überlegung war, als ich den Waschbottich bauen wollte, dass ich ja da irgendwie Wasser reinkriegen muss. Und da habe ich mal nachgeschaut. Der Eimer kommt recht spät erst im Rezeptebuch, ne? So, da sind wir. Komm, ich nehme nur Bastix mit. Die haben doch bestimmt einen Händler hier oben, oder? Bestimmt. Ich gehe einfach davon aus. Oh, es ist eine kleine Siedlung. Händler sehe ich. Was ist denn eigentlich das hier für ein Schuppen? Schönes kleines Beet hat er. Es scheint nur ein Schuppen zu sein, ne? Das Lied ist gut. Da, 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 da. Oh, ist das verlassen hier? Ist da jemand daheim? Hallo? Doch, da sitzt einer. Das ist auch der, den wir jetzt anwerben könnten, ne? Genimir. Machen wir aber erst im Frühling, wenn ich auch Häusle gebaut habe. Und hier muss irgendwo der Händler wohnen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Einen wunderschönen guten Tag. Keine Fackel im Slot? Ah, die ist vorhin kaputt gegangen. Alina, ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Nee. Jaromir. Nee. Wer ist denn von euch der Händler? Moimira? Dann ist er, oder? Der Norbert. Zeig mir deine Nare. Deine Nare. Wolle. Tierfutter. Kohlsamen. Dünger. Kohl. Aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Ne? Komm her, ich hau meine Sticks raus. Wir gehen ins nächste Dorf rüber. F, E, F. Und weg ist das Zeug. Wir merken uns, hier kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Dünger, falls ich welchen brauche. Ne? Und der ist der einzige Händler hier in der kleinen Siedlung. Das hier habe ich überlegt, dass ich solche Möbel dann irgendwann draußen auch bei uns aufbaue. Was ist das hier für ein Gebäude? Scheune? Schafe! Ja, servus, Christenk. 3000. Naja, das ist den hier Dings, ne? Das ist wahrscheinlich das Futter. Oh, lass mal da runterschauen. Ich hoffe jetzt natürlich ganz tierisch, dass die einen Schlitten reinpatchen irgendwann. Man kann ja auch mal im Mittelalter so sein bisschen Spaß haben. Da unten sehe ich eine Hütte. Ah, das ist da, wo wir hin müssen. Ich möchte allerdings den Weg entlang. Ne, wir laufen querfeldein. Vielleicht finden wir was zum Jagen, meine Lieben. Ne, Speer. Ein Speer ist nicht schwer. Schamdi-dam. Da unten können wir gleich trinken, einen Schluck. Open World ist doch das Geilste der Welt, oder? Der Spielewelt. Damit man es nicht falsch versteht. Man kann natürlich auch rausgehen in den Wald und so. Oh, schön. Lumlilum, ich trinke einen Schluck aus dem Bach. Das ist nasse Füße. Tut mir auch tierisch leid. Ist bestimmt eklig bei. 1,6 Grad plus. Super angenehm. Wenn du da warm eingepackt bist, bei so einem Wetter, 1 Grad, 0 Grad und dann bist du so unterwegs. Herrlich. Baranica und Branica. Jetzt sind wir in Branica, glaube ich, gell? Branica. Ich hoffe, ihr habt für mich meine Flachsamen. Hier haben wir zwei anwerbbare. Die sind halt fleißig gewesen. Das größte Feld ist hier schon vorbereitet. Bei uns ist das kleinste. Wobei, da liegt nur Schnee drauf. Der hat da noch nichts gemacht. Der wartet auf den Frühling. Guck mal, Näherei, ne? Die Näherei. Wie bei uns. So. Da. Die könnte ich jetzt wahrscheinlich anflirten. Lass uns mal kurz gucken. Wie heißt die? Zbignivea. Jetzt pass mal auf, jetzt probieren wir mal Volles. Tut mir leid, ich kenne doch nicht genug. Ich schaffe eine neue Siedlung und suche Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. 70 brauchen wir da. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter heute haben wir. Minus 5? Willst du mich verarschen? Ich hasse die Kälte. Und tschüss,
Zipmikniwea, ich mag deinen Namen nicht. Hallo? Motliboga. 30. Aber kurz vorm Verfall. Entschuldigung. Ich bin gerade tierisch angepisst, weil die mich jetzt da. Willst du mich verarschen? Ich hasse die Kälte. So, pass auf, pass auf. Wie viel brauchen wir bei ihr? 70. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Tut mir leid, wir kennen uns noch nicht. Ist klar, so einen Moment Zeit. Mal gucken, ob die Schnee mag. Wie originell. Ja, weil ich es zu der da drüben schon gesagt habe, ne? Jetzt musst du bestimmt über mich nachdenken, gell? Jo, das ist ein komisches Dorf hier. Kein Wunder, dass die hier oben wohnen, weit vom Schuss. Die wäre ja eine hübsche hier, ne? Vielleicht liegt es auch an meinem Speer. Egal, komm, lass uns. Alter, ne? Wie originell. Hast du doch gerade immer schon zu der anderen gesagt. Oh, wie süß. Domarat. Domarat. Ach so, ja, warte mal, ich mach ihn weg. Bogdan. Der Bock ist, Leute. Zeig mir deine Ware. Flachs. Also hier hätte man mal eine Tasche. Einfach Tunika, Haube, Schuhe. Flachs, Flachshalm, Leinenfaden. Leinensamen, das sind sie. Yeah, baby. Yeah, baby. Danke für den Hinweis an der Stelle. Ich kaufe die. Wir haben Leinensamen. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet werden. Benötigt einen Beutel für die Aussaat auf dem Feld. 11 Stück erst. Ich glaube, dass ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen Knete mache. Was soll ich da noch groß sagen? Ich hätte gerne gesehen, ob man bei denen eine Chance, ob da eine höhere Chance als 0 ist, weißt du, wenn du das Ding auswählst. Da machst du was mit. So, meine Lieben, ich sammle jetzt hier ein bisschen Zeug. Ich mache einen kleinen Schnitt, dass wir so 20 Leinsamen mitnehmen können. Grob, ne? Dann hole ich euch gleich dazu und dann laufen wir gemütlich runter und genießen noch so ein bisschen das Wetter. Und dann gehen wir heim und bereiten das Leinenfeld vor. So, machen wir das. Bis gleich. 20 Gold haben wir noch und 20 Leinsamen habe ich jetzt einsacken, meine Lieben. Steinmesser haben es möglich gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Es ist mittlerweile auch schon ziemlich spät, in Anführungszeichen. 16.47 Uhr. Dann lasst uns einfach querfeldein versuchen, nach Hause zu kommen und noch ein ganz kleines bisschen die schöne Jahreszeit genießen, bevor es dann wieder dunkel wird. Ich muss gerade nur kurz schauen, dass ich jetzt richtige Dings laufe. Ja, lass uns mal hier einen Fluss runterlaufen und von da aus geht es dann Richtung Heimat. Ich nehme an, dass wir gleich so ein bisschen im Abendlicht jetzt hier noch unterwegs sind. Das Problem ist halt tatsächlich, dass dann hier schon auch Wildtiere noch sein könnten, ne? Wir müssten eigentlich da runterlaufen, wenn wir das Licht voll ausnutzen wollen. Ich sammle jetzt mal nichts ein, dass ich nicht aus Versehen überladen bin, gleich wenn was passieren wird. Herrlich. Wir haben Leinsamen, freue ich mich total drüber. Wenn wir jetzt natürlich Pech haben, muss ich das Feld im Vorfeld nochmal düngen. Dann ist es halt so. Hier trinken wir jetzt nochmal einen Schluck. Sobald wir unten sind, muss ich auch nochmal gucken, dass ich unseren Trinkschlauch herstelle. Weil der fehlt mir jetzt schon tierisch. So, lass mich mal kurz was essen. Das letzte Fladenbrot ist bald durch. Das isst er jetzt. So kommen wir auf jeden Fall heim. Laufen wir am Bach entlang, oder? Dam, dam, dadam. So, das war das Ziel der Folge. Das war schon mal ziemlich cool, dass es geklappt hat. Ein zweites Ziel wäre, dass wir jetzt noch die Felder bearbeiten. Jetzt gehen wir nach Hause. Dann richten wir die Felder. Und morgen geht es dann direkt ans Bestücken. Langsam, da ist kaum mehr Energie. So, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Ja, gehen wir jetzt hier Quellfeld ein. Da drüben kommt dann das Sträßchen. Nächste Brücke ist unsere. Stein könnte ich auch nochmal mitnehmen. Ab morgen sehen wir sie wieder nicht mehr richtig, gell? Wir haben aber um die 50 Steine oder heim dann. Ist das der Weg? Dem soll ich jetzt folgen bis nach Hause? Ja, dann gehen wir nochmal hier Quellfeld ein. Schön, schön, schön. Es war jetzt sehr gemütlich. Ich habe es schon mal nicht bereut, dass ich heute die Hütte nicht gebaut habe, die Jagdhütte. Das können wir alles im Frühling machen. Da drüben geht die Brücke rüber. Stroh braucht man, glaube ich, keins. Ist aber auch bei uns in unmittelbarer Nähe zu finden. Also so, gerade so verzettelt ein paar Steine mitnehmen, bis ich vollgeladen bin. Was wir haben, haben wir. Schön, oder? Wie das Licht so langsam dann, wie die Dämmerung aufkommt. Also das haben sie schon ziemlich gut umgesetzt, finde ich. Guck dir das an. Das wäre beim Frühling nie passiert. Jetzt sind wir überladen.
Aber da ich momentan eh normalen Schrittes hier noch laufe, ist es nicht ganz so schlimm. Es sei denn, ich hau den letzten raus, ne? Warte mal, geschwind. Nee, hau die Sticks raus. Aber die vom Gewicht her. So ein Stein wiegt halt gleich mal eine Einheit, ne? Pass auf. Ab. Mama. X. Zwei Stück. Raus. Überladung. Na, sind wir trotzdem noch. Muss ich noch einen? Was will ich jetzt eigentlich nicht? So, meine Lieben. Noch einmal ein Auge voll Winter genommen. Ja, das machen wir noch. Es wird genau Abend sein, wenn wir drüben ankommen. Ich mache jetzt hier wahrscheinlich dann nochmal einen kleinen Fader rein. Wenn wir nichts mehr sehen. Denika, würde ich jetzt von hier aus direkt hinkommen? Müssen wir aber jetzt heute nicht. Nö. Wir gehen dahinter. Ist halt schon, wir sind schon ein bisschen vom Schuss. Außerdem hätte ich auf der Seite bleiben sollen. Ich will aber tatsächlich kurz durchs Dorf schlappen vom Unigos und gucken, ob die durchreisenden Frauen bei dem sitzen. Vielleicht kann, hoppla, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe nichts ausgestöpselt hier. Bin ich hängen geblieben. Dass wir da nochmal gucken, wenn Frauen auf der Durchreise sind, ob wir da nochmal eine anflirten. Ich muss den Stein leider rausschmeißen. So, jetzt. Weil jetzt wird es dunkel, jetzt wird es ungemütlich. Was brauche ich denn eigentlich für eine Fackel? Ich merke gerade, dass ich die vergessen habe nachzubauen. Ein Stick noch. Und 10 Stroh. Ein Stick und 10 Stroh. Gerade habe ich noch gesagt, dass ich kein Stroh brauche. Dann nimm dir mal den Stick hier schon mal. Ne, ich nehme weiter vorne einen. Schön. Wahnsinn, oder? Die Stimmung. Also durchs Dorf wollen wir. Stroh, wissen wir ja, gibt's vorne. Dann bauen wir uns die Fackel an der anderen Brücke und dann passt wieder alles. So. Jetzt gucken wir mal. Also, die auf dem Kompass angezeigten Figuren sind die, die man mit zur Arbeit nehmen kann. Das machen wir natürlich jetzt alles im nächsten Jahr. Und die auf der Durchreise sind die, die auf der Bank sitzen, ne? Müssen wir uns jetzt halt einfach mal eine raussuchen. Und wen kann ich denn hier dann überreden? Weil dann können wir, die sitzen beide auf der Bank. Also sie können dich tatsächlich dann anwerben. Ilde Fonsa. Du siehst ja fast aus wie Inga Mädle. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Das ist normalerweise... I'm fine. Oh, die ist nicht von hier. Hast du einen Moment Zeit? Ist die Arbeit? Willst du, dass ich bei dem Wetter arbeite? Oh, sie winkt ab. Sie kennt mich nicht genug. Und ihn könnte ich dann zum Arbeiter Robert, ne? Pass mal auf, ich bin aber noch nicht fertig. Ich gebe ja so schnell nur drauf. Schönes Wetter. Wenn sie die Kälte hast, habe ich wieder das Brett, ne? Ich probiere es. Willst du mich verarschen? Ich heiße die Kälte. Für dich habe ich ein Dorf, wo du einziehen kannst. Stück. So, der Unigos will dann wahrscheinlich bald seine Ding. Ja, alles klar, das weiß ich Bescheid. Meine Lieben, wir sehen uns gleich am Feld. Am Schilffeld. Dann bauen wir eine Fackel, dann gehen wir heim und machen den Acker noch. Und morgen wird es Frühling sein. Und dann geht es an die Aussaat. Und wie weit sind wir denn weg von der Scheune? Ey, jo, wenn wir die Aussaat hinter uns haben, kommt die Scheune, können wir Mehl machen. Und dann geht es Richtung Hühnerstall. So, bis gleich. Jo, wo ist das gute Stück? Fackel F und ab nach Hause. Noch einmal. Ich bin schon wieder überladen, ne? Ich bin schon wieder überladen. Da hinten liegt es halt im Dunkel, weißt du? Ich bin gespannt, ob wir so weit kommen, dass wir irgendwann die Palisade drumherum bauen. Im Moment ist auf jeden Fall schon mal so, dass wir ein komplettes Jahr überlebt haben. Wir haben uns einmal gewaschen. Haken dran. Wir haben Flirtversuche am Laufen, die nichts taugen. Ja, morgen ist ein neuer Tag, morgen ist ein neues Jahr. Da gehen wir natürlich nochmal die ganzen durchreisen. War nur kurze Ladehemmung, oder? Ich werde nicht wieder irgendwo hingepottet. Bin kurz tierisch erschrocken gerade. So, jetzt lade ich erstmal meine Steine kurz in die Werkstatt. Und dann hauen wir uns noch mit der Hacke kurz das Feld klar. Dann können wir morgen in der Folge direkt durchstarten. So, einmal die Truhe öffnen. Ich gehe runter. Ich habe Sticks, die rüber können. Steine, die rüber können. Immerhin 61 Steine auf Vorrat. Ist doch schon mal was. Meine Samenarmen, die habe ich da oben drin. Die haue ich jetzt hier gleich mal in meine Kiste. So.
sich gelohnt. So, Leinsamen. Federn und so können eigentlich runter, aber es ist egal. Pass mal auf, wo ist denn... Ist das? Das ist die Axt. Hölzerner Speer. Hölzerne Hacke. Machen wir mal ganz kurz dieses Beet hier fertig. Das geht nicht gleichzeitig, gell? Nee. Egal. Im Mondeslicht. Im Mondeslicht bei Nacht, im Winter ist das schön. So. Boah, aber das ganze Feld jetzt durchhacken noch heute Nacht. Und die Tasche mit Samen. Ich hoffe, die Tasche ist noch da. So. Also ich würde sagen, ich mache mal, bis die Hacke durch ist und dann hole ich euch nochmal mit dazu. Weil das ist nämlich jetzt eher sehr, sehr langwierig. Nicht gerodetes Feld. Gerodetes Feld. Ey, und können wir nicht den ersten Zaun vielleicht schon mal freischalten? Lass mich mal ganz kurz gucken. Das wäre doch hier. Häuser. Speicher. Wo waren denn die Zäune? Hier. Technologieschema ist nicht freigeschalten. Einfacher Lattenzaun. Okay. Hier. Kaufen könnte ich ihn. Ajo. 100, die hole ich uns auch noch ran im Frühling jetzt, wenn wir viel sammeln können. Dann machen wir uns auch einen Zaun hier rum, um das eine Beet schon mal. Oder um unsere Beete allgemein, ein großer Zaun vielleicht später. Ne? Weiß gar nicht, kann man die Zäune dann upgraden, wenn die stehen? Oder muss man sie abreißen und die neuen setzen, wenn man einen schöneren findet? Wahrscheinlich. Leute, ich mache kurz das Beet fertig, oder? Dann verabschiede ich mich gleich nochmal von euch. Die Scheune ist frei. Okay, bleibt kurz dran. Ich mache es andersrum. Das Restliche mache ich morgen früh. Alter, habe ich das Ding abgesteckt. Ich will doch gucken, wie groß die Scheune ist. Ne, das sind die Häuser. Brauchen wir auch eins. Da haben wir gesagt, Ressourcen. Speicher. Lebensmittellager. Ressourcenlager. Landwirtschaft. Da ist sie. 10 Rundhölzer. Die machen wir morgen. Meine Lieben, ich switch rüber in die nächste Folge. Ich hole euch ab. 7 Uhr zum Frühlingstag zum ersten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Wir werden morgen viel an den Feldern machen. Wir werden wahrscheinlich sammeln müssen. Ich nehme an, dass ich noch Dünger brauche. Jetzt geht's aber ab. Neues Level Landwirtschaft. Da gucken wir dann auch morgen durch, was wir skillen. Jetzt geht's los. Wir haben jetzt mehr Möglichkeiten zu bauen, als ich glaube ich Reputationsmöglichkeiten habe, gell? Wo war das nochmal wieder gestanden? Beim Management? 5 von 8. Gut, wenn der Bauer kein Werkzeug hat, geht er ins Bett. Bis morgen.